Hallo meine Früden, Frieden, 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 Freude, Frieden, Frieden des Südens, Nordens, Westens, Scheiße. Okay, das machen wir einfach nochmal neu. Hallo meine Freunde des Südens, des Nordens, des Westens und der östlichen Gebiete. Mein Name ist Brownie und wir sehen heute ein schickes Gameplay, ein sehr schickes Gameplay. Ein Gameplay, worüber ich ein bisschen erzählen will. Erstmal, das Gameplay stammt nicht von mir, es ist von Xisso, ein guter Kumpel von mir. Warum ich andere Gameplays nehme und so weiter, bla bla bla, erfahrt ihr natürlich in den nächsten 5 Minuten, denn das Gameplay geht nur 5 Minuten, aber egal. Es ist abschlussbestätigt auf Dome, er spielt mit der PP90M1, Secondary glaube ich, Magnum, Perks, keine Ahnung. Killstreaks hat er dabei, Predator, Healy und die AC-130s in the air, okay. Ihr merkt schon, ich bin heute ein bisschen komisch drauf. Ist richtig, gebe ich zu. Denn das hat ja auch einen Grund, ne? Nee, Spaß. Das Gameplay ist so richtig. Das ist ein Gameplay. Das ist Killstreak Action und Pwnage Action und Flamer Action, wie man hier gerade im Dings sieht hier. Lol, you fail. Ja, er spielt mit der PP90M1 und pwnt hier ein bisschen die Gegner weg. Wir haben hier im Clan gespielt. Übrigens, wenn ich MW3 anmache, dann spiele ich immer mit Clan-Mates, weil ich sonst irgendwie nicht zocken kann. Alleine macht mir MW3 keinen Spaß. Und ja, Xisso pwnt hier die Gegner ein bisschen weg. Das ist auch der Grund, warum das Gameplay flawless ist. Flawless. Er ist keinmal gestorben. Also da würde ich mal sagen, Punkt, ne? Er hat gleich seine AC-130, wie man hier sieht. Gammelt deswegen hier ein bisschen ab und wartet, bis der Chopper seine Kills macht. Und als Thema habe ich mir dazu heute ein bisschen überlegt, warum viele Leute flamen und rumheulen, wenn so einer mitspielt wie Xisso. By the way, Xisso macht übrigens Edits, also er ist kein Commentator oder so, sondern er macht Montage, also er ist ein Editor, er macht One-Clip-Edits und ja, es sieht alles richtig, richtig sick aus. Deswegen schaut doch mal auf seinen Kanal vorbei. Lasst ein paar Abos da vielleicht, wenn ihr auch so Montagenkram, wenn ihr darauf abfahrt. Nee, Spaß. Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen komisch drauf. Aber ist ja auch egal, ne? Mein Backofen heizt gerade vor, ne? Und deswegen habe ich gedacht, mach mal einen Commentary, ne? Und Dax, oh, da zerstört er seinen eigenen Chopper, Pwnt, würde ich mal sagen. Ja, und warum viele Leute so rumflamen? Oh Gott, wir sind schon bei der Hälfte. Ich habe noch nicht einen vernünftigen Satz rausbekommen. Das ist ja schlimm, ne? Warum ich so ein Gameplay hier nehme? Weil das ist echt Killstreak-Gebäsche ohne Ende und allgemein Gebäsche ohne Ende. Ich will euch mal sagen, wie das bei uns im Clan so ist. Also wenn ich zock mit einem Clan, und wie gesagt, ich zock nur mit Clan-Mates eigentlich, da ist es meistens so, es gibt einen, der pwnt so ein bisschen die Gegner weg, macht übelst viele Kills. In dem Fall 95% der Spiele ist es also Xisso. Und der Rest, der spielt so ein bisschen Objective. Weißt du, wenn wir Herrschaft spielen, ist Xisso derjenige. Scheiß auf Flaggen, ich renn durch. So ein Typ ist er. Ist okay, denn er holt die Gegner verdammt weg, wie man hier sieht. Und wir gehen dann in dem Fall auf die Flaggen. Das heißt, wir nehmen die ein und so gewinnen wir eigentlich 90% der Fälle. Und ja, hier hat er gleich seine zweite AC-130, denn er hat seinen zweiten Heli. Und wie man weiß, in COD, Killstreaks, die aufeinander aufbauen. Pam, Pwnt, Jo, und viele sagen, was ist Skill überhaupt? Für manche ist Skill einfach durchrennen und Kills machen, wie hier. Wo ich auch sagen muss, Xisso hat Skill. Also Xisso, auch wenn er mit PP90M1 spielt. Manche Leute sagen, hey, warum spielst du mit PP90M1, du Noob? Du bist ein dreckiger Napp. Ja und? Lass ihn doch spielen. Immerhin hat er nicht FMG9 Akimbo am Start. Ja? Also viele Leute flamen in COD einfach rum. Ohne Sinn, mal so gesagt. Denn Xisso macht seine Sache sehr gut. Das war Mining EMP übrigens. Ich spiele da nämlich auch mit. Und, was soll ich sagen? Für manche ist Objective-Spielen auch einfach ein Inbegriff von Skill. Wo ich sagen muss, das stimmt natürlich auch. Also gutes Teamplay. Und wir haben hier gerade keine Gegner mehr, sehe ich. Nice. Gutes Teamspiel ist also auch wichtig für Skill, sage ich mal. Denn ich denke mal, Xisso würde niemals so übel pwnen, wie er pwnt, wenn wir nicht dabei sind. Das Commentary hat so richtig gar keinen Sinn gemacht. Aber egal, ihr seht das geile Gameplay. Flawless, 41-0, bam, in your face. Oder war das 41, ich weiß es nicht. Hier sehen wir sexy Killcam von 28, Gonzo 28. Ja, ihr seht hier 41-0,
Und ich hier 13-10, ich bin der übelste Pwner. Ne, Spaß. Also ihr seht, Xizo ist der Ultra-Pwner. Und jo, in diesem Sinne, das Commentary hat überhaupt kein Thema. In diesem Sinne verabschiede ich mich, bevor ich hier noch mehr Scheiße laber. Und tschüss.